Wir hören jetzt aber weiter in die Aktuelle Stunde. Von der FDP beantragt zu steigenden Strompreisen. Und spricht im Moment Lorenz Göster-Beutin für die Linke. Aber schauen wir uns die Problematik einmal genauer an. Woran liegt es denn, dass die Strompreise steigen? Da hilft vielleicht ein Blick auf Ihre Stromrechnung. Auf Ihrer Stromrechnung finden Sie beispielsweise die Kosten für den Einkauf an der Strombörse und die Kosten auch für die Gewinne, die die Unternehmen machen. An der Strombörse haben wir Situationen gehabt, dass seit 2010 teilweise die Strompreise gesunken sind. Aber in dieser Situation haben die Stromkonzerne nicht den Schritt gemacht, die Strompreise auch für die Endverbraucherinnen zu senken, sondern ganz im Gegenteil. Nur wenn die Strompreise an der Börse steigen, legen die Konzerne das um auf die Verbraucherinnen und Verbraucher. Und wir als Linke sagen, es ist ein Unding, dass auf dem Rücken der Verbraucherinnen und Verbraucher die Gewinne für die Konzerne finanziert werden. 25% machen die Netzentgelte aus. Die Netzentgelte sind die Kosten, die anfallen, damit Strom durch die Stromnetze geschickt werden kann. Und hier haben wir ein weiteres Ungleichgewicht. Im Osten der Bundesrepublik sind die Netzentgelte 5 Cent pro Kilowattstunde teurer als im Westen der Republik. Das heißt, in den Gebieten, wo wir ohnehin schon ein Lohngefälle haben und niedrigere Löhne haben, müssen die Menschen noch viel mehr für ihre Strompreise ausgeben als im Westen der Republik. Das ist eine Ungerechtigkeit, die abgeschafft gehört. Und in Schleswig-Holstein, meinem Heimatland, haben wir eine Situation, dass wir 150% erneuerbare Energien am Stromverbrauch haben. Aber trotzdem ist es so, dass die Stromkunden in Schleswig-Holstein verglichen beispielsweise mit Stromkunden im Saarland jährlich 200 Euro mehr an Netzentgelten bezahlen. Das heißt, die Stromkunden in Schleswig-Holstein werden dafür bestraft, dass die erneuerbaren Energien ausgebaut werden. Auch das gehört beendet, und zwar nicht irgendwann, sondern jetzt und vollständig. Zudem bezahlen über die Einkommenssteuer einkommensschwache Haushalte Subventionen für die Großkonzerne. Wie funktioniert das? Sie alle haben auf Ihrer Stromrechnung den Anteil für die Förderung der erneuerbaren Energien ausgewiesen, die sogenannte EEG-Umlage. Von dieser EEG-Umlage bezahlen aber nur 75% der Stromkunden bezahlen diese EEG-Umlage. Mehr als 2000 Unternehmen sind von dieser EEG-Umlage ausgenommen. Das heißt, 6,5 Milliarden Euro, diese Ausnahmen für Großkonzerne, werden auf uns alle umgelegt über die Strompreise. Das heißt, durch höhere Strompreise werden die Gewinne der Konzerne finanziert. Auch das muss beendet werden. Die Industrierabatte können zu einem großen Teil gestrichen werden, und dafür setzen wir uns ein. Und es war eine gesellschaftliche Entscheidung zu sagen, wir wollen die Energiewende, wir wollen raus aus der Atomkraft, und ja, wir müssen möglichst schnell raus aus der Kohle. Und deswegen bildet sich über die EEG-Umlage die Energiewende direkt in den Strompreisen ab. Das heißt, man könnte den Eindruck gewinnen, Kohle und Atom würden nicht gefördert. Aber weit gefehlt. Die Subventionen sind direkt staatlich, und sie sind versteckt. Sie bilden sich eben nicht in den Strompreisen ab. Und hinzu kommen zusätzliche Kosten für Gesundheit, für Umwelt, für Nachsorge und selbstverständlich auch für die sogenannte Endlagerung der Abfälle des Atomstroms, von denen wir wissen, es gibt keine sichere Endlagerung. All das wird auf uns Stromkunden umgelegt. Und wir müssen ganz klar sagen, die wahren Preistreiber sind nicht die Erneuerbaren. Die wahren Preistreiber sind die fossilen Energien. Wir als Linke schlagen ein Konzept für sozial gerechte Energiepreise vor. Wir sagen, Kohleausstieg machen, erneuerbare Energien fördern, die Subventionen für die fossilen Energien streichen, die Stromsteuer abschaffen, und wir sagen auch, CO2 besteuern, um deutlich zu machen, wo das Problem liegt, nämlich bei den CO2-Emissionen. Und das muss sozial gerecht vonstatten gehen. Die einkommensschwachen Haushalte
müssen durch Sockeltarife bei den Stadtwerken entlastet werden. Mit unserem Konzept hat die Kindergärtnerin, hat die Pflegekraft, hat die Rentnerin schließlich mehr am Ende des Jahres. Das sind gerechte Strompreise und nicht das, was hier von der FDP vorgeschlagen wird. Vielen Dank. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es liegt ein Antrag der AfD-Fraktion vor zur Geschäftsordnung, nämlich die Sitzung um eine Stunde zu unterbrechen. Wenn Sie damit einverstanden sind, bitte ich ums Handzeichen. Der Antrag heißt jetzt nach diesem Redner. Wollen Sie den Antrag modifizieren, sonst muss ich darüber abstimmen lassen. Also dann lasse ich jetzt darüber abstimmen. Der Antrag lautet jetzt sofort Unterbrechung von 60 Minuten. Ich bitte ums Handzeichen, wer dafür ist. Das ist die AfD-Fraktion, ist dafür. Was ist die Fraktion? Wer ist dagegen? Also dann ist dieser Antrag so abgelehnt. Und ich rufe auf den Kollegen Oliver Grischer. So, also Sie sehen es hier, die AfD-Fraktion, die Mitglieder der AfD-Fraktion scheinen hier den Plenarsaal zu verlassen, nachdem ihr Geschäftsordnungsantrag, die Sitzung zu unterbrechen, um eine Fraktionssitzung abzuhalten, hier abgelehnt wurde mit der Mehrheit des Hauses, nachdem Ihre Kandidatin für den Bundestagsvizepräsidentinnenposten, Marianne Harder-Kühnel, hier zum dritten Mal nicht die erforderliche Mehrheit bekommen hat. Aber ja, in der Tat, die Reihen der AfD jetzt leer und anscheinend wird die Fraktion jetzt trotzdem eine Fraktionssitzung abhalten. Es ist übrigens auch ein Statement angekündigt der AfD-Fraktion. Das werden wir versuchen, natürlich auch für Sie einzufangen. Aber jetzt bleiben wir erstmal hier am Ohr von, beziehungsweise haben ein Ohr für Oliver Grischer, hier den nächsten Redner, in dieser Aktuellen Stunde zu steigenden Strompreisen, die die FDP-Fraktion beantragt hat. Oliver Grischer. Dann sieht man etwas Interessantes, nämlich in den Jahren 2010 bis 2014, da sind in der Tat die Strompreise regelrecht explodiert. Und welche Partei hat da die Verantwortung getragen? Es war die FDP, meine Damen und Herren, die Wirtschaftsminister Brüderle und Rösler. Und wenn irgendeiner bei diesem Thema Strompreise mal Piano machen sollte, liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP, da sollten das eigentlich Sie sein. Sie haben schon bewiesen hier, dass Sie es nicht können, um das mal klar zu sagen. Und dann frage ich mich ja, wenn Sie hier andere angreifen, man kann die GroKo ja an vielen Stellen angreifen, dass sie den Klimaschutz nicht hinbekommen. Da kann man viel drüber reden. Aber wo ist eigentlich das energie- und klimapolitische Konzept der FDP? Da habe ich ehrlich gesagt bisher überhaupt nichts gehört. Und das ist schon ein Witz, wenn Sie das hier machen. Und da gehört es dann auch dazu, dass man sich vielleicht mal mit den Fakten auseinandersetzt. Und das scheint hier bei einigen nicht der Fall zu sein. Weil wenn man sich anguckt, wieso sind im letzten Jahr die Strompreise gestiegen? Die EEG-Umlage, die Sie hier so problematisiert haben, und die Netzentgelte, das heißt die staatlichen Bestandteile, die sind gesunken. Was gestiegen ist, ist der Börsenpreis, und das sind die Kohle- und Gaskraftwerke. Die sind deutlich getrieben. Fossile Energien sind der Treiber für den Strompreis, meine Damen und Herren. Und was gibt es denn noch für eine bessere Begründung für die Energiewende? Erneuerbare machen den Strom billiger. Das genau ist passiert. Und deshalb muss es eine Konsequenz geben, die wir anpacken müssen. Das ist, wir müssen die Erneuerbaren konsequent ausbauen. Denn wenn wir noch die Folgekosten der Fossilen einrechnen als CO2-Preis, dann werden die Kosten noch mehr steigen. Und deshalb brauchen wir auch einen CO2-Preis. Mit dem können wir dann sogar Strompreisbestandteile wie die EEG-Umlage oder die Stromsteuer senken. Das wären die Maßnahmen. Das lehnen Sie von der FDP aber alles ab, meine Damen und Herren. Und das ist ehrlich gesagt nicht zukunftsfähig. Und zur Wahrheit gehört hier auch, dass man eines sagt, wenn man sich beispielsweise anguckt, wer zahlt denn hier die hohen Strompreise, dann sieht man, dass die von den Umlagen und Entgelten befreite Industrie
heute im Jahr 2019 die niedrigsten Strompreise aller Zeiten hat. Und wer zahlt das? Das zahlen die privaten Haushalte, meine Damen und Herren. 17 Milliarden, 17 Milliarden werden von den privaten Haushalten auf die Industrie umverteilt. Herr Pfeiffer, man kann ja durchaus für den einen oder anderen Sache sein. Aber welche Ausmaße das angenommen hat, das muss hier diskutiert werden. Das ist die größte Umverteilung und Subvention in unserem Land. Und das kann so nicht weitergehen, meine Damen und Herren. So, und dann komme ich zu dem Punkt, dass die Ärmsten in unserem Land in der Tat die höchsten Strompreise zahlen. Wir haben ein Konzept der Grundversorgung. Das bedeutet, dass die Ärmsten das Höchste zahlen. Und ich sage klipp und klar, da haben schon mal Kanzlerkandidaten der SPD, die hießen Steinbrück und Schulz, die haben damit Wahlkampf gemacht. Die SPD trägt da seit Jahren für Verantwortung für das Thema, macht aber in dem Bereich überhaupt nichts. Da können Sie sich nicht hinter der Union verstecken. Es muss endlich Schluss sein mit dem Konzept der Grundversorgung. Wir dürfen es nicht mehr lassen, dass die Ärmsten in unserem Land die höchsten Strompreise zahlen. Meine Damen und Herren, auch die müssen von der Energiewende profitieren, nicht nur die befreite Industrie, meine Damen und Herren. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann komme ich zum Thema Stromsperren. Das ist ja eben schon angesprochen worden. Das ist in der Tat ein Skandal, dass 300.000 Menschen im Jahr der Strom abgestellt wird. Da gibt es hervorragende Modellprojekte in vielen Städten unseres Landes, wie man das vermeiden kann. Sorgen Sie endlich dafür, dass das im Gesetz verankert wird, dass das zur Verpflichtung wird, dass Stadtwerke, Verbraucherzentrale und die Jobcenter sich um diese Menschen kümmern. Dann kann man Stromsperren vermeiden. Das machen Sie nicht. Das wäre Aufgabe einer Großen Koalition, aber da hört man von Ihnen gar nichts, um Strompreise zu senken. Wir brauchen den Ausbau der Erneuerbaren, wir brauchen einen CO2-Preis. Das macht in Zukunft Stromkosten günstiger, das macht sie auch erschwinglich. Das wird am Ende dazu führen, dass die Menschen auch von der Energiewende profitieren, noch mehr als das bisher der Fall war. Dankeschön. Vielen Dank. Der nächste Redner, der Oliver Grischer, war das für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Hier sehen Sie einmal eingefangen die Tafel, die hier im Plenarsaal ist, um den nächsten Redner anzuzeigen. Carsten Müller jetzt für die Union. Mit Blick auf die FDP, der Titel der heutigen Aktuellen Stunde ist leider deutlich zu kurz gesprungen. Denn wenn wir uns über Energiepolitik unterhalten, dann spielt eben Strom eine Rolle, aber Wärme spielt eine weitere. Und ich bedauere es sehr, dass dieser Punkt bisher noch gar nicht angesprochen worden ist. Und was der Union sehr wichtig ist, ist, dass wir eines nicht aus dem Auge verlieren, nämlich dass wir, wenn wir uns über Energiepolitik unterhalten, daran erinnern müssen, dass es hier dabei gilt, ein Zieldreieck zu verfolgen, nämlich Wirtschaftlichkeit, Umweltverträglichkeit und ganz wichtig Versorgungssicherheit. Meine Damen und Herren, dabei ist eines allerdings klar, die Energiewende ist nicht zum Nulltarif zu haben und das ist auch in weiteren Teilen der Gesellschaft akzeptiert. Mein Kollege Helfrich hat es Ihnen schon mit einigen Zahlen untermalt. Im Jahr 2002 haben 61% der bundesdeutschen Bevölkerung gesagt, sie sind bereit, Strompreisaufschläge für eine Klima- und Umweltschutzpolitik, für einen Ausbau der Erneuerbaren zu akzeptieren. Und das hat sich zum Jahr 2017 nicht wesentlich verändert. Es ist sogar noch geringfügig angestiegen. Das ist im Übrigen auch Maßgabe für unsere Politik. Interessant hierbei war, dass eine überdurchschnittliche Bereitschaft, sowas zu akzeptieren, bei Anhängern der FDP vorhanden war. Und, meine Damen und Herren, man glaubt es kaum, die Kolleginnen und Kollegen können es jetzt nicht verfolgen und wissen ja selber, dass 50% eine magische Größenordnung sind. Selbst bei Anhängern der sogenannten AfD gibt es zu 50% eine Bereitschaft, solche Investitionen in Klima- und Umweltschutz zu akzeptieren. Meine Damen und Herren, wir reden hier auch über eine soziale Dimension und dieser sozialen Dimension begegnet man aus unserer Sicht am besten, wenn wir marktwirtschaftliche Werkzeuge bei der Energie- und Klimapolitik einziehen. Wir machen das. Wir haben einen Großteil der Fördersätze bei erneuerbaren Energien auf ausschreibungsbasierten Vergaben umgestaltet und das zeitigt Erfolge. Der Strompreis für private Haushaltskunden konnte stabilisiert werden. Und wenn wir uns den Stichtag 1.4. anschauen, dann haben wir es in den vergangenen zwei Jahren mit einem Anstieg von lediglich 0,08 Cent
pro Kilowattstunde zu tun gehabt. Und selbst bei einem Rückgriff über die letzten 5 Jahre ist der Anstieg mit 0,64 Cent pro Kilowattstunde Haushaltskundenstrom deutlich unter der allgemeinen Preissteigerung. Woran liegt das? Die EEG-Umlage ist im Jahr 2019 abermals gesunken, und zwar um keine Kleinigkeit. Wir reden hier um ein Absinken von 6%, und das in Zeiten, in denen wir seit 2014 den Anteil erneuerbaren Stroms um über 50% gesteigert haben. Wir arbeiten an dem Thema rund um die Uhr. Das war anfangs diesen Jahres und Ende letzten Jahres mit dem Energiesammelgesetz. Die Union hat sich stark gemacht für Innovationsausschreibungen, weil wir die feste Überzeugung haben, dass wir den Herausforderungen einer klugen Energie- und Umweltpolitik nur dann begegnen können, wenn wir ganz neu denken. Und wir arbeiten auch an der Akzeptanz. Aus Unionssicht ist es nicht dauerhaft hinnehmbar, dass wir Milliardenbeträge für Real Dispatch aufwenden. Das ist den Stromkunden nicht zu vermitteln. Und deswegen setzen wir hierbei an. Ziel unserer Umwelt- und Energiepolitik sind sichere, bezahlbare und umweltverträgliche Energieerzeugung. Und meine Damen und Herren, dazu gehört, lassen Sie mich im Vorgriff auf eine heutige Debatte noch eines sagen, dazu gehört für uns auch der Strom und Wärme aus Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen. Und wir hätten es uns als Unions gewünscht, dass wir schon sehr schnell bei einem Thema hier zu einem Entschluss gekommen wären, dass wir im Rahmen der NABEC-Beratungen eben Sicherheit in die KWK-Branche gegeben haben. Und ich appelliere an dieser Stelle an unsere Koalitionspartner, dieses Thema mit im Auge zu behalten. Der Kollege Saathoff hat aufmerksam zugehört. Das ist Politik für die Menschen, und das ist eben auch Klima- und Umweltschutzpolitik, und es ist eben auch Wirtschaftspolitik. Lassen Sie mich in den verbleibenden wenigen Sekunden einen wichtigen Gesichtspunkt noch abschließend ansprechen. Wir haben mit großer Zufriedenheit das Urteil und die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes vom 28. März diesen Jahres zur Kenntnis genommen. Beihilferechtliche Fesseln wurden gelöst, wenn wir auf das EEG-System anschauen. Und wir wollen als Union diesen Urteilsspruch nutzbar machen, um auch ganz wesentlich zum Bürokratieabbau im Bereich der Energiepolitik und Energieerzeugungspolitik zurückzukehren. Was ist wichtig für den Verbraucher zu wissen? Häufiger mal den Anbieter wechseln, das nutzbar machen, was wir eingeführt haben unter Unionsführung, nämlich Wettbewerb auf dem Strommarkt und, meine Damen und Herren, wichtiges energieeffizientes Verhalten. So kann man am sinnvollsten Umwelt entlasten und den eigenen Geldbeutel. Wir halten es für richtig und begrüßen sehr, dass Peter Altmaier einen Strompreisgipfel angekündigt hat, der in Kürze stattfinden will. Das ist vertretbare, gute, ausgewogene Energiepolitik mit der Union. Vielen Dank. Carsten Müller war das von der Union. Ja, Sie sehen es, die Reihen der AfD-Fraktion sind ziemlich leer, denn die AfD sitzt im Moment zu einer Fraktionssitzung zusammen, weil ihre Kandidatin Mariana Haarder-Kühnel zum dritten Mal bei der Wahl zur Bundestagsvizepräsidentin durchgefallen ist. Aber Carsten Hilse von der AfD ist hier, um zu sprechen in dieser aktuellen Stunde. Mit Ihrer Genehmigung beginne ich mit einem Zitat aus einem Tweet von einem offensichtlichen Spezialexperten für Energieversorgung und Strom, Rationierung, dem ehemaligen Präsidenten vom NABU, Staatssekretär Flassbart. Auf die Frage, welche Energieform soll nach der Abschaltung der Kohle- und Kernkraftwerke die Grundlast sichern bzw. diese Kraftwerke ersetzen, antwortete er, Zitat, Grundlast wird es im klassischen Sinne nicht mehr geben. Wir werden ein System von erneuerbaren Speichern, intelligenten Netzen und Lastmanagement haben. Ein wahrer Experte. Offensichtlich ist Herr Flassbart bei Annalena Baerbock in die Lehre gegangen, die behauptete, dass man Strom in Netzen speichern kann. Was zeigt, dass nicht nur bei den Grünen, sondern auch bei den Spezialdemokraten Spezialexperten am Werk sind. Das Wirken dieser Spezialexperten gemeinsam mit der ehemals konservativen CDU hat nicht nur für die höchsten Strompreise in Europa gesorgt und gefährdet Hunderttausende wertschöpfende Arbeitsplätze. Dieses Wirken führt auch dazu, dass die Gefahr eines großflächigen, mehrtägigen Stromausfalls mit all seinen katastrophalen Folgen, wie in der Bundestagsdrucksache 17/57672 eindringlich beschrieben, mit jedem abgeschalteten Grundlastkraftwerk exponentiell steigt. Laut Manager-Magazin sind wir am 10.01. dieses Jahres nur knapp an einem europaweiten Blackout vorbeigeschrammt mit sogenannten Lastabwürfen, auf Deutsch Abschaltungen, und dem schnellen Hochfahren von 2 Kraftwerken wurde das Schlimmste verhindert. Die Anzahl der Eingriffe in die Netze, sogenannter Redispatch-Maßnahmen, wir haben gerade davon gehört, stieg in Deutschland von 3 bis 4 pro Jahr im Jahre 2006 auf fast
8.000 allein in den ersten drei Quartalen im Jahr 2018. Im Jahr 2017 kosteten allein solche Maßnahmen 1,4 Milliarden Euro. Aber was passiert, wenn wir unsere Grundlastkraftwerke nach und nach abschalten, nur noch Zapfenstrom produzieren und der Wind dann gerade nicht weht? Stellen Sie sich bitte vor, Ihrem geistigen Auge vor, 7 Tage fällt in Deutschland der Strom aus. Und für die Ideologen hier, die sich als Experten für alles bezeichnen, aber wenig Ahnung von Stromproduktion und Netzstabilität haben, bei einem großflächigen Stromausfall können Sie nicht einfach einen Hebel umlegen. Sie können nur langsam einen Erzeuger nach dem anderen und dementsprechend Verbraucher wieder zuschalten. Und jetzt noch einmal, 7 Tage ohne Strom, ohne Wasser, ohne Benzin, ohne frische Lebensmittel, ohne ausreichende medizinische Versorgung. Da tritt Gesetzestreue unserer Bürger sehr schnell hinter den Selbsterhaltungstrieb zurück. Das kann ich Ihnen versprechen. Kommunen, Gemeinden, Krankenhäuser, medizinische und Pflegeeinrichtungen sind nicht im Mindesten auf einen solchen Fall vorbereitet. Notstromaggregate können in den meisten Krankenhäusern zwischen 24 und 48 Stunden Intensivstationen und Not-OP-Säle mit Strom versorgen. Was kommt danach? In der schon erwähnten Drucksache werden auch die Kosten geschätzt. Die Berechnungen des Hamburger Weltwirtschaftsinstituts fallen etwas höher aus. Nach deren Berechnungen kostet ein deutschlandweiter einstündiger Stromausfall durchschnittlich 400 Millionen Euro. Das wären fast 10 Milliarden Euro pro Tag. Aber kommen wir zurück zu den Menschen. In Deutschland gibt es 60.000 bis 80.000 Dialysepatienten, 280.000 Schlaganfälle pro Jahr. Laut Gesundheitsberichterstattung des Bundes werden täglich durchschnittlich 50.000 teilweise lebensnotwendige Operationen durchgeführt. Dazu kommen pflegebedürftige Menschen in Pflegeheimen, aber auch zu Hause, die dann nicht mehr im erforderlichen Maß versorgt werden können. Jeder hier kann sich ausrechnen, sofern er es denn will, wie viele Todesopfer ein solcher Blackout fordert. Ich hoffe sehr, dass wir nie einen solchen Blackout erleben werden. Aber wenn Sie Ihre Energiepolitik nicht ändern, ist er unausweichlich. Und Sie alle werden dann die Verantwortung für jeden einzelnen Toten dafür tragen. Und wofür das Ganze? Wenn Deutschland nicht ein Gramm CO2 mehr ausstieß und die Theorie vom menschengemachten Klimawandel stimmte, könnten wir die hypothetische Erderwärmung um 0,000653 Grad Celsius verringern. Für diesen aberwitzig geringen Wert auch nur einen Cent auszugeben, auch nur einen Arbeitsplatz zu vernichten und auch nur ein einziges Menschenleben zu gefährden, ist rein ideologischer Irrsinn. Ich schließe mit einem Zitat aus dem genannten Bericht. Die Folgeanalysen haben gezeigt, dass bereits nach wenigen Tagen im betroffenen Gebiet die flächendeckende und bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit lebensnotwendigen Gütern und Dienstleistungen nicht mehr sicherzustellen ist. Die öffentliche Sicherheit ist gefährdet. Der grundgesetzlichen verankerten Schutzpflicht für Leib und Leben seiner Bürger kann der Staat nicht mehr nachkommen. Damit verlöre er auch eine seiner wichtigsten Ressourcen, das Vertrauen seiner Bürger. Dieses Vertrauen, werte Regierung, haben Sie bereits verloren, zumindest bei einem ziemlich großen Teil der Bevölkerung. Dankeschön. Carsten Hilse war das für die AfD-Fraktion, meine Damen und Herren. Weiter geht es in dieser Aktuellen Stunde jetzt mit Johann Saathoff für die SPD. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ja, Herr Hilse, ne? Es ist wie immer, Politik des Angstmachens, den Leuten Angst indoktrinieren wollen, antieuropäischer Blickwinkel. Mit verantwortungsvoller Energiepolitik hat das so gut wie gar nichts zu tun. Und deswegen gehört das auch letzten Endes in diese Ecke, wo Sie es hingestellt haben. Es wird der Eindruck vermittelt, auch von Ihnen, dass die erneuerbaren Energien schuld seien an der Höhe der Strompreise. Und das ist auch eine sehr, sehr verkürzte Darstellung, die wir immer wieder mitkriegen. Denn der Strompreis setzt sich aus vielen unterschiedlichen Bestandteilen zusammen. Und die EEG-Umlage, das haben wir heute schon 2-3 Mal gehört, ist im letzten Jahr sogar leicht gesunken. Und die gute Botschaft ist, Herr Dürr, sie wird in den kommenden Jahren auch weiter sinken. Die ersten Anlagen fallen nämlich aus der 20-jährigen Förderung heraus. Und das sind die Anlagen, wo wir ganz besonders viel gefördert haben. Das heißt, es ist deutlich zu erwarten, dass die EEG-Umlage sinken wird. Und die Einführung von Ausschreibungen, und der ein oder andere weiß, dass ich nicht Präsident des Fanclubs für Ausschreibungen bin, aber das muss man ja sagen, die Einführung von Ausschreibungen hat zu deutlichen Kostenreduktionen geführt. Im Offshore-Bereich sogar dazu, dass wir Null-Cent-Gebote gehabt haben und damit sozusagen auch ein Stück weit
diese Erneuerbaren noch viel kostengünstiger gemacht haben als ohnehin schon. Der Börsenstrompreis selbst ist wegen den erneuerbaren Energien und den damit verbundenen Überkapazitäten in den letzten Jahren deutlich gesunken und etabliert sich auf niedrigstem Niveau. Und diese Entlastung der Börsenstrompreise muss man eigentlich auch der Belastung der Haushalte durch die EEG-Umlage gegenrechnen. Und ich höre immer diese Diskussion, welche Energieerzeugung ist am günstigsten. Sie trauen sich ja nicht zu sagen, dass Sie vielleicht doch lieber Kernenergie behalten wollen. Aber wenn Sie Zehntausende von Jahren Kernenergie, Brennelemente lagern müssen, keine Nation auf der Welt weiß, wie das denn zu machen ist, dann können Sie mir nicht erzählen, dass das die günstige Energieform ist. Und wenn Sie in der Kohleenergie weitermachen, wenn Sie die Kosten durch die CO2-Emissionen einfach so außen, draußen hervorrechnen, dann nehmen Sie nicht mit rein die Folgekosten, die tatsächlich entstehen, die auch tatsächlich lebensgefährlich sind, wenn Sie zum Beispiel direkt am Deich wohnen. Deichbaukosten, Entschädigung für Landwirte aufgrund von Klimaschäden und drohende Strafzahlungen bei Verfehlung unserer Klimaziele sind teuer. Also glauben Sie mal nicht, dass Kohleenergie billig ist. Eine sichere, saubere und langfristig günstige Energieversorgung muss das Ziel unserer Energiepolitik sein. Und langfristig günstige Energieversorgung gibt es nur mit Erneuerbaren. Den entscheidenden Anteil am Strompreis machen die Netzentgelte aus. Wir haben Fortschritte gemacht beim Bau und beim Betrieb. Einen Baustein beschließen wir heute mit dem Netzausbaubeschleunigungsgesetz. Da machen wir Maßnahmen zur Vereinfachung und Beschleunigung des Netzausbaus. Darüber hinaus brauchen wir aber auch noch ergänzende Regeln zum Netzbetrieb. Wir brauchen ein Netzbetriebsoptimierungsgesetz, damit Digitalisierung und Intelligenz auch in den Netzbetrieb endlich Einzug findet. Und wir müssen dafür sorgen, dass mehr Erneuerbare in den Süden Deutschlands kommen. Der Kohleausstieg ist für 2038 avisiert. Großteil der Erzeugung im Süden wird aber wegfallen. Wir haben zwei Möglichkeiten, entweder Stromnetze ausbauen oder die Erneuerbaren, vor allen Dingen Windenergie, in den Süden reinbringen. Leider wird beides notwendig sein. Nur Stromnetze ausbauen wird nicht reichen. Und wenn man eine einheitliche Preiszone in Deutschland behalten will, dann muss man in Deutschland wesentlich mehr Erneuerbare ausbauen. Also, Herr Minister, oh, ist nicht mehr da, schade, dann möge es irgendjemand ausrichten. Also müssen wir neue Windenergieanlagen in den Süden bauen, und deswegen brauchen wir keine 10-H-Regelung mehr. Und also müssen wir mehr PV ausbauen, und deswegen muss der 52-GW-Deckel weg. Und die von Minister Altmaier versprochene Südquote muss dringend her. Darüber hinaus werden wir grundsätzlich über die Frage der Finanzierung der Energiewende diskutieren müssen. Um die in Paris vereinbarten Klimaziele zu erreichen, werden wir uns damit beschäftigen müssen, dass CO2 auch einen Preis hat. Und dabei dürfen wir aber die Belange der Menschen mit kleinem Geldbeutel und die Belange der Menschen, die in ländlichen Räumen wohnen, nicht vergessen. Diese können zum Beispiel auch den Stromanbieter wechseln, denn sie könnten sogar durch Wechsel des Stromanbieters günstiger grünen Strom bekommen. Aber es gibt das Problem, der Haushaltskunden Olli Krischer hat darauf hingewiesen, die nicht wechseln können, weil sie negative Schufa-Einträge haben. Das ist in höchstem Maße ungerecht. Da gibt es überhaupt gar keine Frage. Und darum wollen und werden wir uns kümmern. Das Ehren ohne Skett, die Tat von Dröhm, sagt man in Ostfriesland. Oder das Ende unterscheidet die Tat vom Traum. Darum wollen wir kämpfen, dass diesen Menschen künftig geholfen wird, ihren Stromanbieter auch zu wechseln. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Mit plattdütschem Einschlag, Johann Saathoff war das, SPD-Fraktion. Weiter geht es mit Martin Neumann für die FDP. Martin Neumann ist energiepolitischer Sprecher seiner Fraktion. Ich komme noch mal auf das Ziel zurück. Das Ziel der Energiewende ist, CO2-Emissionen zu senken. Und wenn heute mehrfach schon gesagt wurde, dass wir nicht nur die höchsten Strompreise in Europa haben, sondern vor allen Dingen, und das macht Sorge, die höchsten CO2-Vermeidungskosten. Das ist meiner Ansicht nach der Punkt. Und diese Preise haben wir bei einer nur marginalen Reduzierung der CO2-Emissionen. Herr Westphal und auch Herr Krischer hat es ja angesprochen. Ich will noch mal darauf zurückkommen. Sie ergötzen sich daran, dass Sie sich über die Installation von Erneuerbaren hier loben lassen wollen, sondern es kommt darauf an, und das ist für die Wirtschaft und für die Verbraucher wichtig, dass nämlich rund um die Uhr 8.760 Stunden im Jahr Strommengen oder Energiemengen zur Verfügung stellen. Nur das ist das entscheidende Kriterium. Und da können Sie dann den Faktor 5 oder 10 nehmen, mal unabhängig von der Akzeptanz, inwieweit Sie dann Onshore-Anlagen tatsächlich aufstellen können. Ich finde es einfach dreist, ich sage es noch mal so, ich finde es einfach dreist, wenn Sie hier versuchen, den Menschen weiszumachen, dass hohe Strompreise für einen guten Zweck stehen. In Wirklichkeit,
In Wirklichkeit, meine Damen und Herren, stehen die hohen Energiekosten für den falschen Weg. Sie stehen für ein ineffizientes System und, das ist das Schlimme, für ein katastrophales Management. Und das ist, glaube ich, der wichtige Punkt an der Stelle. Mehrfach angesprochen wurde das Thema der Verdopplung. Das will ich alles nicht wiederholen. Wichtig ist im Prinzip auch, das müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass Energiepolitik, Strom, ein ganz, ganz wichtiger Standortfaktor ist. Bei solchen Strompreisen leidet die Wettbewerbsfähigkeit, meine Damen und Herren. Und ich glaube, das müssen wir in den Vordergrund rücken. Und es geht da nicht um die große Industrie, die im Zweifelsfall weggeht, sondern es geht mir um die mittelständischen Unternehmen, es geht mir um die Familienunternehmen, die darunter leiden. Das muss man tatsächlich hier noch einmal betonen. Und jetzt noch ein Punkt, denn die Preise, die wir aktuell haben, schaden der Energiewende. Ich sage Ihnen das. Herr Müller hatte angesprochen, Thema Wärme. Ich sage mal so, wenn wir einen teuren Strom haben, denken Sie an die Wärmepumpen. Wenn die Wärmepumpe effizient laufen soll, die braucht, wenn sie Umweltenergie ins Gebäude bringen will, braucht sie günstigen Strom. Und genau das untergraben wir, wenn wir so weitermachen. Darum geht es. Herr Müller, wie gesagt, wir haben einen Antrag eingebracht zur Senkung der Stromsteuer auf das EU-Mindestmaß. Das kann aber nur, und das betone ich, ein erster grundlegender Schritt sein. Die CO2-Bepreisung, mehrfach angesprochen, ich will es nur noch mal deutlich machen, da geht es nicht um eine willkürliche Festlegung, sondern man muss auf ein Maß kommen, damit tatsächlich Wettbewerb auch funktionieren kann. Es könnte zum Beispiel sein, dass man sich darüber Gedanken macht, den C, also den Kohlenstoffgehalt eines Energieträgers hier in den Wettbewerb zu stellen. Wir haben es mehrfach gesagt, ich bin dafür, einen Wettbewerb emissionsarmer Energieträger zu organisieren. Und das, glaube ich, ist auch jedem klar, der sich mit dem Thema beschäftigt. Wir brauchen deutlich mehr Forschung für emissionsarme Energieträger, insbesondere Wasserstoff. Das ist ja auch mehrfach angesprochen worden. Ein letzter Punkt mit Blick auf die Uhr. Wir brauchen stärkere Anreize für Investitionen in intelligente Netztechnik. Das wissen wir alle. Und wir können also mit der Symbolpolitik einfach aufhören. Wir brauchen diese 7.700 Kilometer und haben davon nur einen Bruchteil, nämlich 950 Kilometer bisher umgesetzt. Das reicht nicht. Und ich sage mal so, angesprochen hatten Sie es auch, Herr Müller, das Thema Netzstabilität. Das macht das Ganze teuer, weil wir sozusagen diese Redispatch-Kosten immer wieder, dass die auftreten und dass wir die dann den Verbrauchern auf die Rechnung schreiben müssen. Und das macht das Ganze teuer und letztendlich nicht effizient. Letzter Punkt zum Schluss. Ich will mal mit Tabus aufräumen an der Stelle. Aussichtsreiche Lösungen, die wir diskutiert haben, die also auch global oder international eine große Rolle spielen, wie zum Beispiel CCU, steht übrigens im Koalitionsvertrag, kommen nicht voran. Und da gibt es vor allen Dingen in dem Bereich der Energie- und Umweltpopulisten immer wieder Widerstand. Warum machen wir, warum öffnen wir das Ganze nicht, um das Ganze tatsächlich zu erreichen? Und noch mal ein letzter Satz dazu. 95% oder 80, wir reden ja über verschiedene Zahlen, 95% weniger Treibhausgase bis 2050 werden ohne Technologien im Bereich CCU oder CCS nicht erreichbar sein. Ich denke, wir müssen raus aus dem Wolkenkuckucksheim und ehrlich zu den Menschen sein. Ich glaube, dann schaffen wir Akzeptanz und auch den Erfolg der Energiewende. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege, der nächste Redner ist der Kollege Dr. Andreas Lenz. Martin Neumann war das für die FDP-Fraktion. Andreas Lenz für die Union ist jetzt am Rednerpult. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir debattieren heute den von der FDP beantragten Punkt: steigende Strompreise stoppen, Energie bezahlbar machen. Und da werden im Titel schon zwei unterschiedliche Energiearten sozusagen zusammengeworfen. Das eine ist die Strompreisentwicklung und das andere ist die Energiepreisentwicklung. Und ja, Deutschland hat relativ hohe Strompreise, auch im internationalen Vergleich, keine Frage. Aber wir haben trotzdem eine wettbewerbsfähige Wirtschaft, weil unsere Wirtschaft innovativ ist und eben auch kreativ ist und auch ihre Chancen auf dem Weltmarkt zu nutzen weiß. Und was noch dazu kommt, wir haben die letzten Jahre es geschafft, die Entwicklung im Wirtschaftswachstum zu entkoppeln von dem Bedarf der Energie. Und das spricht eben auch für die Effizienz der deutschen Wirtschaft. Und die Energiepreise in Deutschland, gerade für andere Energieträger, wenn man an Heizöl, an Gas denkt, an andere fossile
Energieträger, dann sind wir da im moderaten Bereich, also eher sogar im mittleren, im unteren Bereich, wenn man auch die europäische Perspektive hier bemüht. Und wenn man jetzt sagt, das macht alles gar keinen Sinn, wenn es um CO2-Einsparungsgesichtspunkten geht, dann möchte ich nur betonen, wir haben im letzten Jahr 4,2% CO2 eingespart. Also es ist nicht so, dass nichts passiert. Wenn man an der einen oder anderen Schraube natürlich noch drehen kann, dann machen wir das. Und es ist natürlich auch so, dass wir die Strompreise weiter stabilisieren wollen und die Bürger und Unternehmen entlasten wollen. Aber wenn man sich anschaut, was die letzten Jahre passiert ist, dann haben wir das ja gemacht. Wir haben es geschafft, dass die Strompreise sich auf einem konstanten Niveau entwickelt haben und dass das System der erneuerbaren Energien insgesamt effizienter wurde. Und wenn man sich die Ausschreibungsergebnisse anschaut, dann sind wir jetzt beim Bereich der Photovoltaik bei unter 5 Cent pro Kilowattstunde und bei Wind Onshore knapp über 5 Cent in den letzten Ergebnissen. Und Sie kennen ja auch die Offshore-Ausschreibungsergebnisse, wo wir zu 0 Cent entsprechend auch ausgeschrieben haben. Und das ist ein großer Erfolg, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und das ist unser Erfolg, das ist mehr Markt und das haben wir gemacht und das haben nicht Sie gemacht von der FDP. Und auch die EEG-Umlage konnte so über die letzten Jahre stabilisiert werden. Und wenn man sich anschaut, woher sozusagen der Rucksack im EEG-Konto, in der EEG-Umlage kommt, dann war das eben die Zeit, wo die FDP auch Verantwortung in der Regierung übernommen hat. Und ich gebe ja den Herrn Krischer in dem Punkt ungern recht, aber da hat er recht. Ich widerspreche dann auch nochmal. Aber wenn man schaut, wer verantwortlich war, dann ist es eben, sind es wir für die Stabilität und die Lasten, der Mühlstein sozusagen, den wir noch vorantragen müssen, der Vergangenheit, das waren eben auch Sie, die damit verantwortlich gezeichnet haben. Und wenn es um die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft geht, dann war es uns als Union immer wichtig, dass wir bei der besonderen Ausgleichsregelung für die energieintensiven Industrien auch im Kontext der Europäischen Union hier Lösungen angeboten haben. Wir haben hier Lösungen gefunden. Und wenn diese Entlastung der energieintensiven Industrien, die ja im internationalen Wettbewerb stehen, wenn die kritisiert werden, dann will ich nur ein Beispiel geben. Durch die besondere Ausgleichsregelung könnte man eine durchschnittliche Familie im Jahr zu ca. 50 Euro entlasten. Der volkswirtschaftliche Schaden wäre aber ca. würde 500 Euro betragen. Also ist auch die Entlastung der energieintensiven ein wichtiger Schritt gewesen und den haben eben auch wir rechtssicher ausgestaltet. Und wir brauchen natürlich hier ein Mehr an Planungssicherheit. Und spricht man mit Mittelständlern, spricht man mit der Industrie, dann ist es ja so, dass nicht unbedingt nur die absolute Höhe des Strompreises entscheidend ist. Es ist die Planungssicherheit und wir haben hier durch das Urteil des EuGHs von der letzten Woche Spielraum, um eben auch hier mehr Planungssicherheit auszugestalten. Es ist ja so, dass im Urteil steht, dass das EEG definitiv keine Beihilfe ist. Wir wollen so eben noch mehr Planungssicherheit für die Verbraucher erzielen, auch für die Unternehmen und für die Wirtschaft insgesamt erzielen. Und außerdem eröffnet uns das Urteil die Möglichkeit, gezielt Energieeffizienzanreize zu setzen. Bis dato war es ja so, dass viele Unternehmen gar nicht den Anreiz hatten, tatsächlich Energie einzusparen, weil sie eben so über gewisse Grenzen gestoßen werden, die dann eben die besondere Ausgleichsregelung wiederum verhindert hätten. Jetzt haben wir wirklich die Möglichkeit, stromeffizient zu handeln, auch die besondere Ausgleichsregelung entsprechend umzugestalten. Und der billigste Strom, auch der billigste Strom für die Unternehmen, ist natürlich immer noch der Strom, der erst gar nicht verbraucht wird. Und natürlich ist auch die Stromsteuer oder vielmehr das gesamte Abgabensystem insgesamt ein Thema. Diese betragen mittlerweile beim Strombereich tatsächlich rund 50% des Strompreises. Wir brauchen also eine Abgaben- und Gebührenreform. Diese muss mehr auf CO2-Gesichtspunkte basieren und sektorübergreifend erfolgen. Und am Ende kann natürlich dann bei einem solchen Prozess auch ein CO2-Preis stehen. Aber wir dürfen hier nicht das Kind mit dem Bade ausschütten. Wir müssen das Richtige vielmehr auch richtig machen. Und eben auch hier darauf aufpassen, dass es nicht zu negativen Effekten kommt in einzelnen Sektoren, die wir entsprechend nicht wollen. Diese Konzepte müssen wir zusammen diskutieren. Dazu lade ich Sie ein. Ich bitte Sie aber auch, den Industriestandort Deutschland gleichzeitig nicht schlecht zu reden. Und ich bitte auch, dass wir die Chancen der Energiewende für Mittelstand und Wirtschaft, aber auch für die Gesellschaft insgesamt weiterhin nutzen. In dem Sinne herzlichen Dank. Der nächste. Andreas Lenz war das für die CDU-CSU-Fraktion, der sich hier für eine Abgabenreform beim Strom ausgesprochen hat.
Timon Gremmels für die SPD ist der nächste Redner in dieser Aktuellen Stunde. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, also die FDP versucht sich hier zu inszenieren als Kämpferin, als Kämpfer für die soziale Gerechtigkeit und will dafür kämpfen, dass die Energiepreise und die Strompreise sinken. Ich finde das schon etwas mehr Demut, liebe Kollegen der FDP, täte Ihnen in der Frage ganz gut. Weil man muss sich doch einfach mal angucken, wie die EEG-Umlage sich, entwickelt hat. Von 2010 bis 2014 ist die EEG-Umlage von 2,5 Cent auf 6,24 Cent, hat sie sich fast verdreifacht. Und welche beiden Minister waren damals für die FDP im Amt, Wirtschaftsminister? Es war Herr Brüderle und Herr Rösler. Sie tragen die Verantwortung dafür, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und dann hätte es sich wenigstens gehört, dass Sie sich hier hinstellen und für Ihre eigene Politik auch die Verantwortung übernehmen und nicht versuchen, das den anderen Leuten in die Schuhe zu schieben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die FDP war Treiber der steigenden Energiekosten und so viel Zeit für die Wahrheit muss sein. Und übrigens, was auch noch dazu geführt hat, dass die Energiekosten gestiegen sind, ist das ganze Hickhack um den Atomausstieg. Wären wir bei dem rot-grünen Atomausstieg geblieben, wären den Menschen viele Kosten erspart geblieben. Auch dafür tragen Sie von der FDP, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Verantwortung. Im Unterschied dazu handelt die SPD. Wir machen den Kohleausstieg. Wir stehen dazu, dass der Kohleausstieg kommt, und zwar ohne Strompreisanstieg, so wie das von der Kommission vereinbart worden ist. Eine aktuelle Studie von Energy Brainpool belegt, dass erneuerbare Energien sogar einen dämpfenden Effekt beim Strompreis haben, wenn wir jetzt gleichzeitig aus der Kohle aussteigen, weil wir weniger vergleichsweise teures Gas benötigen. Aber wenn die FDP die Abschaffung des EEG fordert, dann konterkariert sie ihre eigenen Forderungen nach niedrigen Strompreisen. Und das, meine Damen und Herren, ist absurd, liebe Kolleginnen und Kollegen der FDP. Ja, und wir entlasten auch die Menschen. Im Abschlussbericht der Kommission für Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung steht drin, dass als Ausgleich für Unternehmen und private Haushalte beim Strompreisanstieg eine Entlastung folgen soll bei den Netzentgelten. Das ist Beschlusslage des Kommissionsbeschlusses. Wir als SPD, wir stehen zu dieser Empfehlung der Kommission, und ich habe nicht gehört, was Sie von der FDP dazu sagen. Wir stehen zu diesen Empfehlungen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir wollen, dass der Strompreis. Und wir könnten uns auch vorstellen, die Senkung der Stromsteuer auf das europäische Mindestmaß. Und natürlich könnte man auch darüber reden, dass wir die Industrierabatte aus dem Bundeshaushalt finanzieren. Das ist aber eine größere Operation. Das würde 10 Milliarden Euro kosten. Und das kann man sich nicht einfach so aus den Rippen schneiden. Deswegen müssen wir über eine CO2-Bepreisung als Gegenfinanzierung diskutieren. Und zwar aufkommensneutral und sozial gerecht. Dafür steht die SPD, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und viertens, wir müssen auch mal darüber fragen, was die FDP als Sofortprogramm fordert. Ich habe hier einen Antrag von der FDP, Drucksache 19-8268. Da steht auch drin, die Stromsteuer zu reduzieren ab dem Jahr 2021. Auch Sie schieben dieses Thema auf die lange Bank, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das haben Sie in Ihrer Rede hier eben nicht gesagt. Und das ist dann schon dreist. Das muss an dieser Stelle auch gesagt werden. Lassen Sie mich noch deutlich machen. Das EEG und die EEG-Umlage wird in den nächsten Jahren sinken. Sehr geehrter Herr Dürr, ich biete Ihnen jetzt hier eine Wette an. Und zwar wette ich mit Ihnen um eine Kugel Eis, dass der Strompreis, dass die EEG-Umlage in den nächsten Jahren sinkt. Und weil ich mich von der SPD nicht knausern lasse, nehme ich sogar Herrn Trittin mit. Dann bezahle ich für Sie und Herr Trittin die Kugel Eis. Und wenn die EEG-Umlage steigt, Herr Dürr, dann bezahlen Sie das Eis, meine sehr verehrten Damen und Herren. Bin mal gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall auf das Eisessen mit Ihnen. Da können wir uns ein bisschen über Energiepolitik unterhalten. Vielleicht ist das dann für Sie auch noch eine Fortbildung. Das würde mich freuen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Kollege Saathoff hat gerade dazwischen gerufen, wir nehmen auch gerne Mövenpick-Eis. Das schmeckt auch ganz gut. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir als SPD handeln
und zwar auch sofort. Wir sind sofort da bereit, auch den Bürgerinnen und Bürgern, den Mieterinnen und Mietern durch preiswerten Strom zu helfen. Wir werden ja, ich sage Ihnen genau was, zum Beispiel über die Frage Mietstrommodelle. Wir werden in der AG Akzeptanz und Energiewende genau da Konzepte vorlegen, damit die Mieterinnen und Mieter von preiswerten Solarstrom auf den Dächern ihrer Häuser profitieren. Das geht schnell. Das kriegen wir noch, wenn wir es wollen, unser Koalitionspartner mitmacht, dieses Jahr hin, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und wir wollen die Menschen entlasten und wir wollen ihnen auch ermöglichen, die in Nähe von Windkraftanlagen leben, dass sie preiswert auch von den dort produzierten Windstrom profitieren können. Auch so können wir das preiswert machen. Ein letzter Punkt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herr Kollege, die ich komme Zeit zum ist Schluss, Herr Präsident. Ein letzter Punkt ist ein Lob an die Verbraucherschutzzentralen, weil am besten hilft, wenn wir weg vom teuren Grundtarif kommen. Da leisten die Verbraucherschutzzentralen eine gute Aufgabe. Wir müssen aber auch gucken, dass die, die da auf der Sperrliste stehen, entlastet werden. Dafür sind die Sozialdemokraten Partner der Menschen mit geringerem Einkommen. Wir stehen dazu, wir handeln, während die FDP nur redet. Danke Ihnen. Der nächste. Timon Gremmels war das für die SPD-Fraktion, der hier unter anderem eine CO2-Bepreisung gefordert hat, die aufkommensneutral sein soll. Das heißt, die Steuern auf CO2 sollen den Bürgern auf andere Art und Weise dann zurückgegeben werden. Jens Köppen für die CDU-CSU-Fraktion ist der nächste Redner. Und zwar ist das, auch auf die Gefahren mich zu wiederholen, das gesamtgesellschaftliche und der gesamtgesellschaftliche Konsens des Zieldreiecks, wo wir mal begonnen haben. Und dieses Zieldreieck sagt, dass wir die Energiewende nur mit Versorgungssicherheit, mit Wirtschaftlichkeit und Umweltverträglichkeit ausgestalten können. Und wenn wir dann noch bei diesen ganzen Vorhaben die notwendige Akzeptanz für die Energiewende mit dazu tun, dann glaube ich, kann es gelingen. Ansonsten könnte es sein, dass die Energiewende scheitert. Es gehört alles zusammen. Und, meine Damen und Herren, wir brauchen auch kein Schwarze-Peter-Spiel. Es wurde ja immer vom gesamtgesellschaftlichen Konsens geredet. Und übrigens waren bis auf die Neuen fast alle immer mit dabei bei diesen Sachen. Also schauen wir uns doch noch mal an, ob wir diesen gesamtgesellschaftlichen Konsens des Zieldreiecks nicht verlassen. Und der ist aus meiner Sicht ganz wichtig. Jetzt beklagen Sie, völlig zu Recht übrigens, dass europaweit in Deutschland der höchste Strompreis bezahlt wird. Nun wissen wir aber alle, dass die Energiewende, die sogenannte Energiewende, der Umbau der Energieversorgung, nicht zum Nulltarif zu haben ist. Wenn man aber, was ich persönlich auch sehr kritisch sehe, das wissen Sie, gleichzeitig aus allen fossilen Brennstoffen gleichzeitig aussteigen will, dabei auf heimische verfügbare Ressourcen verzichtet, auf Gasexporte setzt, nur auf Gasexporte setzt, Erneuerbare ohne verfügbare Netze in die Fläche stellt und deren Verfügbarkeit und Schwankungen völlig vernachlässigt, meine Damen und Herren, dann wird man sowohl bei der Versorgungssicherheit als auch bei der Wirtschaftlichkeit, zwei wichtige Dinge des Zieldreiecks, scheitern. Und plötzlich scheinen alle überrascht zu sein, dass die Energiepreise steigen. Die Preisanstiege bei den Energiekosten haben aber Ursachen, die jedem bekannt sein sollten. Ca. 30 Milliarden Euro im Jahr, das ist wahrscheinlich dann die Kugel Eis pro Stunde, ja, an EEG-Umlage zahlen die Stromkunden. Der politisch motivierte Ausstieg aus der Erzeugung der Kernenergie, Kameraden waren mit dabei, ja, mit auf der Bank gesessen, also kein schwarzen Peter. Dann der geplante vorgezogene Kohleausstieg, auch wieder nur in Deutschland. Ja, der leistungsbezogene Zubau von Windenergieanlagen und Solaranlagen, nur der leistungsbezogene, ohne zu schauen, ist am Ende eine Nutzbarkeit hintendran. Dann natürlich der europäische Emissionshandel und die Einführung der Ökosteuer Rot-Grün 1999. Das sind alles die Kosten, die da sind, und die kriegen wir auch so schnell nicht zurückgerollt. Und dabei sind die Rohstoffkosten, meine Damen und Herren, ja nicht das Hauptproblem. 18% des gesamten Strompreises sind die Brennstoffkosten. 18%. 25% kosten die Stromnetze und 55% kosten Steuern, kosten Abgaben und kostet die Ökostromförderung. Also in allen Regierungskonstellationen und Konstellationen des Deutschen Bundestages bisher sind wir dafür zuständig. Entweder wir stehen dazu oder wir sagen, wir machen es grundsätzlich anders mit einem Systemwechsel im Bereich der EEG-Förderung.
So, und nun gibt es zudem zu diesen gesamten Dingen noch ganz extreme Akzeptanzprobleme. Der Zubau von hohen Windenergieanlagen in unmittelbarer Nähe der Wohnbebauung, das zum einen. Dann die Energieleitungstrassen, zum Teil ohne, und das wird immer häufiger, ohne ausreichende Abstände zur Wohnbebauung. Meine Damen und Herren, die Menschen, die wollen in der Tat eine saubere Energieversorgung, aber sie zweifeln daran, dass die gegenwärtigen Umbaumaßnahmen wirklich zu einer sauberen, zu einer bezahlbaren und zu einer sicheren Energieversorgung führen. Und sie zweifeln auch an einem systemischen Ansatz unserer Energie und damit auch der Klimapolitik, weil am Ende des Tages wenig CO2 eingespart wird mit Aktionismus. Die Energiewende gelingt nur mit systemdienlichen Innovationen, mit denen die erneuerbaren Energien endlich einen verlässlichen Beitrag zur Energieversorgung bringen. Und wer von der EEG-Branche keine Innovation verlangt und Zubauraten staatlich zusichert, der riskiert steigende Strompreise und macht Strom zu einem Luxusgut. Und ich will eine bezahlbare, ich will eine sichere und ich will eine saubere Energieversorgung für und mit den Menschen. Dazu gehören akzeptable Abstandskriterien, dazu gehört eine verlässliche und bedarfsgerechte Stromlieferung und dazu gehört eine bezahlbare Stromrechnung am Ende des Monats. Vielen Dank, Herr Kollege Köppen. Die Rede von Jens Köppen, meine Damen und Herren, war die letzte in dieser Aktuellen Stunde zum Thema steigende Strompreise. Jetzt geht es. Herr Präsident, jetzt haben wir eine Kurzintervention. Die Fraktion der AfD hatte in der laufenden Aktuellen Stunde eine sofortige Unterbrechung der Debatte beantragt, um für eine Stunde auch eine Fraktionssitzung durchführen zu können. Die Mehrheit im Haus konnte diesem Antrag nicht folgen. Ich beantrage oder ich bitte darum, dass wir jetzt die Debatte um eine halbe Stunde unterbrechen, damit die AfD-Fraktion ihre Fraktionssitzung geordnet zu Ende bringen kann und wir dann gemeinsam wieder in die Tagesordnung einsteigen können. Das war also keine Kurzintervention, sondern ein Geschäftsordnungsantrag. Das ist der Fall. Dann ist die Sitzung unterbrochen bis 16:45 Uhr.